Wenn's 5 ist, dann wächst niemals ohne Kinder leben. Sind's 15, darfst das gern zur Adoption freigeben. Mit 6, das sind so lieb, die ewig sirsen. Mit 16, darfst das gern zum Mond aufschirsen. Mit 8, die möchten's gern noch Biene Maya sehen. Mit 15 spulen sie im Zimmer um, schon Flaschen drehen. Mit 10 bringst das noch zum Schlittschuhlaufen. Mit 15 holst das ab vom Kummersaufen. In der Pubertät, da wird der Mensch unendlich blöd. In der Pubertät, da meinst bei deinen Kindern, da ist alles spät. Mit 8 schmusen's die nieder, wollen die nie verlieren. Mit 15 darfst du's nur per Facebook kontaktieren. Mit 10 darfst du am Papa spulen ewig starten. Mit 15 musst beim Abholen um die Ecke parken. Ist das bei euch so, oder? Mit 8, da ist so lieblich wie ein Blärmerl im Mai. Mit 15, da hat's Akne und der Spanger im Mai. Mit 8, da trägt's einen Faltenrock und Zäpferl so schön. Mit 16 stapst er sie auf, als darf's gleich Oscher vergehen. In der Pubertät, da wird der Mensch unendlich blöd. In der Pubertät. Da meinst bei deinen Kindern, da ist alles spät. Mit 10 ist der Bub Pfadfinder und Ministrant. Mit 15 surft er auf Erotikseiten umbenannt. Mit 11 träumt sie noch von einem eigenen Pferd. Mit 15 musst schon betten, dass nicht schwanger wird. Mit 10, da interessieren dich seine Freunde nicht sehr. Mit 16 schaust schon seiner Freundin hinterher. Mit 10 sind Madel doof und für dein Burm tabu. Doch mit 16 hat das Bierschall schon mehr Sex wie du. In der Pubertät, da wird der Mensch schon endlich blöd. In der Pubertät. Damals bei deinen Kindern, da ist alles spät. Doch die Pubertät, die ist vom Leben Gott so gewollt, damit uns Eltern der Abschied nicht ganz so schwer fällt.